Und damit ein Hallöchen zu einem kleinen neuen Projekt hier. Wie klein, auch hier kann ich das noch nicht genau sagen. Aber ich habe es bisher noch nicht gespielt. Ich habe es mir aber schon interessiert vorher mal angeschaut. Und bin mal gespannt, was bisher bei rumkommt. Bei Oxygen Not Included. Ein Spiel von Clay oder Clay. Auch verantwortlich für Don't Starve und ein paar andere Spielchen. Und deswegen bin ich mal gespannt. Vom Stil her, es sah bisher sehr putzig aus. Es sah halt, es sah angenehm selbstgemacht aus quasi. Angenehm, ein bisschen künstlerisch wertvoll. Ist halt auch eine sehr, sehr frühe Version. Ich glaube, eine Alpha ist es noch. Das heißt, im aktuellen Zustand ist es noch sehr, sehr früh. Und vermutlich wird einiges noch nicht so funktionieren, wie es soll. Und mit Sicherheit, weil in der Alpha ist es so der Standardfall, ist noch nicht alles im Spiel, was auch im Spiel sein soll. Das heißt, es können noch neue Features zugefügt werden, es können Sachen verändert werden. Es kann auch sein, dass der Speicherstand immer nicht mehr funktioniert, weil irgendwas verändert wird am ganzen Spiel. Das ist halt die Sache, wenn man sich darauf einlässt, so eine frühe Version zu spielen. Das heißt, falls ihr da wenige Lust auf irgendwelche spontanen Änderungen oder Ausfälle habt, dann solltet ihr da bisher natürlich die Finger von lassen, wie immer. Aber ansonsten, falls ihr Lust habt, könnt ihr das natürlich gerne mal genauer beäugen. So, kurze Zusammenfassung davon. So sieht das Ganze aus. Wir sind, ich weiß gar nicht, wo wir sind, auf einem anderen Planeten, irgendwo im Weltall. Und wie der Titel schon sagt, wir werden ein Problem haben. Das ist eine Art Survival-Game in der Form, dass man sich eine kleine Kolonie aufbaut. Problem ist nur, dass man halt seine Kolonie auch versorgen muss. Und zum Beispiel auch Sauerstoff nicht unbedingt auf dem Planeten vorhanden ist. Zumindest nicht in der Form, dass man den einfach so aus der Atmosphäre atmen kann. Deswegen müssen wir uns damit halt selber versorgen. Und das ist das Problem dabei. Dass Sauerstoff der so ziemlich wichtigste Stoff ist, den wir zum Überleben brauchen hier. Und der soll gar nicht mal so einfach zu bekommen sein. Ich habe es noch nicht gespielt bisher. Wie gesagt, ich habe nur ein bisschen reingeschaut und bin einfach mal gespannt. Keine Ahnung, was passiert. Ich kenne genau keine der Mechaniken. Ich weiß nicht, wie man irgendwas genau macht, was irgendwie die beste Vorgehensweise für irgendwas wäre. Soll wohl gar nicht mal so einfach sein. Aber ich fand das Konzept dann ganz cool. Ich fand es ganz nett von der Idee her und vom Design her fand ich es auch ganz cool. Und wie gesagt, vom Konzept her, ich mag halt solche Aufbaustrategie-Geschichten, wo man irgendeine Gruppe von Leuten zu managen hat oder irgendwelche Fabrikationswege herzustellen hat oder irgendwelche halt Ressourcenmanagement hat. Das mag ich ziemlich gerne, falls man das noch nicht gemerkt hat. Und deswegen passt es eigentlich ziemlich gut. So, assemble your crew to begin. Ja, das habe ich vor. Level 9, Technician, aha. Ist leider nur auf Englisch bisher. Ich weiß nicht, ob es noch auf Deutsch kommen wird. Ich vermute mal, je nachdem, wie erfolgreich das ganze Ding wird. Aber ich denke mal sehr, dass das auf Deutsch kommen wird. War zumindest bei... Also kann ich mir zumindest gut vorstellen. Weil gerade wenn es keine direkte Soundausgabe, keine Sprachausgabe hat, dann ist es letztendlich nur Text, der übersetzt werden müsste. Ich habe keine Ahnung. Man könnte jetzt durchschaffeln hier. Aha. Okay, anscheinend kann man hier das auch selbst bearbeiten. Otto? Otto ist schon mal gut. Otto, Will und Seth. Ah, kann man das ja auch betüdeln? 0% hier von davon. 30%, aha, 30, 50. Ich habe keine Ahnung, was das alles so ganz genau sagen wird und sagen soll. Ich habe keinen blassen Schimmer. Das sind alles Vor- und Nachteile. Athletics, Cooking, Digging, Medicine, Tinkering, Construction, Creativity, Learning, Strength, Quick Learner, aha. Und Anemic, this duplicate is the exact opposite of athletic. Aha. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich schaffe das mal ein bisschen rum hier, okay. Ist mir vollkommen egal, gerade mal, was das ist. Das sieht zumindest viel aus, aber... Aha. Ich habe keine Ahnung. Ich schaffe das mal ein bisschen durch. Scheint ja immer eine... Achso, das hängt wahrscheinlich von der Stufe ab, ne? Wie viele Werte hier denn sind oder wie gut da jemand ist. Ich habe keine Ahnung, ob es nochmal erwähnt zu haben. Machen wir es einfach mal so. Das sieht super aus. Sieht super aus, der Rest passt bestimmt auch. Hier, komm, dann nochmal ein bisschen durchschaffeln. Ich weiß es nicht. So, Fräulein hier. Name of your colony. Die Gerahmten. So. Wie genau das ist, dann wahrscheinlich wird man das erstmal dann feststellen, was man braucht und was nicht. Embark. Deswegen, das... Im Prinzip am Anfang, es kann nur schief gehen. Sind wir mal so ehrlich, es kann wirklich nur schief gehen.
Wir werden sowas von sterben hier. Aber so richtig. Alert! Your crew has awoken miles beneath the surface of an unfamiliar terrestrial body. Na, das ist dann wohl meiner. Oddly, they have no recollection of how they got here. Natürlich nicht. It might be the best to start digging. Begin! Ach Gott, da haben wir ein Menü. Aha, aha, aha. Rechte Maustaste bewegt das ganze Bild hier. Mausrad zoomt rein und raus. Wie gesagt, vom Grafikstil angenehm handgezeichnet, angenehm hübsch gemacht. Erinnert halt sehr an Don't Starve. Oder zum Teil zumindest an Don't Starve von der Grafik her. Zumindest vom Zeichenfaktor, sag ich mal. Soll ich pausieren? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Das sind meine Leute hier. Basic Controls. Pause mal kurz. Use WASD Keys to pan your camera and the mouse wheel to zoom in or out. It will return to your screen to the printing port. Is that printing port here? H wie Hauptquartier quasi. Oder Headquarter. Your simulation can be sped up or slowed down by using the speed buttons in the left, in the top left, or pressing tab. Ah. Schöne Töne. Sehr musikalisch. Space will pause or resume the game. Das ist schön. Next hier. Duplicants are generally self-motivated and do not need to be individually managed in order to perform tasks in the colony. Sind das Duplicants hier? Sind das meine Leute? Vermutlich, ne? You can use the dig tool G and the build menu in the lower left of the screen to begin planning job tasks. Once you have a few placed, your duplicants will automatically get to work for you. Und wir brauchen Klosets. The duplicants have nowhere to relieve themselves. Tja, in der Höhle wird es immer mal sehr schnell stinkig, ne, würde ich mal sagen. Ich kann mir erstmal so ein bisschen diggen hier. Wie auch immer das genau geht. Kann man das hier, warte mal, kann man das machen? Dick, aha. Okay. Das ist schön, ich bin mal sehr gespannt, was passiert. Die rennen aber flott. Das ist schon normale Geschwindigkeit, ne? Okay. Base. Ich habe keinen blassen Schimmer. Mal gucken, wann jemand sterben wird. Population 3. High Stress. 2%. Okay. Calories available. 20.000 Kilokalorien. Field Ration 20. Aha. Base. Maintain your colony's infrastructure with these home base. Basics. Aha, ist hier ein Klo vielleicht dabei? Oxygen habe ich nicht. Das sind alles die ganzen Bausachen, das sind gar nicht mal wenige. Aha, aha. Aha, Food. Aha. Plumbing. Outhouse, ist das ein Klo? Reduces Stress? Nee, das ist, was ist denn das? Warte mal. Reduces Stress and the spread of disease by regulating where duplicants relieve themselves. Okay. Alles klar. Ein Klo. Machen wir das. Machen wir es nur dahin. Alles klar. Auto aus. Wahrscheinlich, weil man da seinen ganzen Krempel nach draußen tragen kann. Ich weiß es nicht. Also, eine Atmosphäre scheint es mir aber in der Form doch zu geben. Sonst würden die halt vermutlich hier nicht den ganzen. Hier da oben ran, der, ne? Achso, die haben so einen gewissen Strahl, ja. Erinnert mich tatsächlich gerade mal an ein ziemlich altes Spiel, was wir damals gespielt haben, rein von dieser Seitenansicht namens Caveland. Das war quasi noch viel früher als Wiggles und hatte eine gewisse Ähnlichkeit. Und da muss man auch entsprechend, da hatte man halt Zwerge, die man durch den Untergrund geschubst hat, nur dass sie halt keinen Sauerstoff gebraucht haben. Aber falls es jemand kennt, das ist ewig her, lange, lange her. Das war noch weit im letzten Jahrtausend. Okay, Duplicate Movement. Duplicants must have accessible path to the job task in order to work. When placing tasks, keep in mind that duplicants can only climb obstacles two tiles high and are themselves two tiles tall. Okay, if you are unsure if the task you've placed is accessible, select a duplicate and click Show Navigation to view all areas within their reach. Kann man das machen? Okay. Show Navigation. Okay, schön. Das klingt erstmal logisch. Ich mach das mal ein bisschen größer hier, ne? Ich will immer so draufklicken. Dann sieht das nämlich vielleicht ein Ticken hübscher aus. Ist wahrscheinlich vollkommen egal. Dann haben sie ein Klo gemacht. Out of order. Insufficient resources. Dirt. Ist das hier ein Streuklo oder was ist das? Aha.
Residual Gas. Es wird weniger. Ne, warte mal, es wird mehr? Es schwankt ständig, ne? Warte mal. Overlays. Oxygen. Da haben wir. Oha. Ah, cool, cool, cool. Very breathable. In der Nähe des Klos ist es erstaunlich atembar. Da hätte ich, also rein vom Geruch her würde ich mal sagen, das ist nicht immer so der ganze Fall. Aber man sieht hier, es wird schon weniger, ne? Es wird schon weniger anstelle. Da ist zumindest mehr, oder zumindest kommt mir das weniger vor. Was hier passiert? Aha, barely breathable, ja, bla bla bla. Was haben wir hier noch? Power Grid, oh, haben wir nichts. Temperature. Aha. Hot, die sind also gerade sie ist ziemlich hot hier. Aha, aha. Ich sehe es ganz genau. Hi. Die sehen noch nicht glücklich aus. Light Overlay, das ist anscheinend Licht. Liquid Plumbing Overlay, okay. Muss man dann hier eine ganze Kläranlage bauen oder was ist da los? Gas Plumbing Overlay, Decor Overlay. High Decor, Low Decor, aha, für Zufriedenheit vielleicht. Priority. Das... Ich hoffe mal, dass im weiteren Verlauf oder vermutlich wird aber mal so ein richtiges Tutorial kommen. Hoffentlich, vermutlich. Requires a food source. Im Moment sind es halt eher Hinweise, aber ich finde es auch schön, wenn man sowas tatsächlich mal selbst herausfinden muss, wenn man da selbst ein bisschen herumfummeln muss, wenn man da nicht alles vorgekaut kriegt. Es ist halt noch eine Alpha, deswegen, die werden sich noch nicht so ewig um irgendwelche großen Tutorials und Videosequenzen und was ich was alles kümmern, was halt letztendlich so, was letztendlich nur einen gewissen Teil der Aufmerksamkeit fressen wird, sondern halt der Hauptteil erstmal das Spiel funktionieren kriegen. The colony will exhaust the food if they don't find a steady food source. Ja, das ist natürlich ein Problem. Es ist durchaus ein Problem. So. Der hat Spaß bei, ne? Was haben wir denn da? Medicine? Nein. Food. Wie wär's mit Food? Ration Box. Das ist aber nur zum Aufbewahren, ne? Stores a small amount of food. Produces low quality food for duplicates using common ingredients. Microbe Masher. Klingt sehr lecker. ein bisschen Mikrobenpumpe. Duplicates will not fabricate unless recipes are cured. Okay. Select raw metal. Aha, click to build back copper ore. Okay, das heißt, habe ich mehr als ich brauche, oder wie ist das gemeint? Wo ist mein aktueller Wert hier? Während feststellen. Achso, okay, ich brauche dafür 400. Ich habe gerade 628 gehabt. Alles klar. Das ist nicht verkehrt. Aha. Man sieht halt überall, wie da die Luft ist, wenn man da drüber geht. Heißt, man sieht an ein paar Stellen, dass es da besser ist als an anderen Stellen. Interessant. Ripple Gas, ja. Vakuum. Da sollte ich vielleicht nicht unbedingt reingraben. Aha, aha. Ist das hier auch eher tödlich? Liquid, okay. Liquid Water. Das Wasser sieht ganz hübsch aus. Ist zwar nicht sehr wässrig, aber es sieht ganz hübsch aus. Sehr, also rein vom Stil her gefällt mir super gerade mal. Rein vom Stil, das ist toll. Oder gefällt mir zumindest gut. Okay, was haben wir hier? No fabrication cute. No wire connected. Fetching water. Duplicants will seek out and collect water and other liquids up to 2 tiles away and deliver it to buildings. 2 tiles? Sind immer die kleinen einzelnen Stücke gemeint, ja, ne? Aha. The fabrication is cute. Ja, das können wir gerne ändern. Maschbar. Was braucht das? Okay. Ingredients. Aha. Im Moment. Noch hat nicht alles geklickt. Ach, guck mal, da oben sind so ein paar Werte. Das ist schön. Raw Metal, 228 Kilogramm. Raw Mineral, 21.480. Das ist schon mal gut. Was auch immer das genau heißt, vermutlich. Ach so, das liegt alles rum hier. Ah, das ist echt alles sehr wie Caveland damals. Kennt wahrscheinlich keine Sau mehr. Ich weiß doch gar nicht mal, wie... Was? Was? Schlafen die oder was? Was passiert hier? Ich hoffe mal, es ist nur Nacht. Ich hoffe mal, es ist nur Nacht. Nicht, dass hier irgendjemand stirbt. Da wäre ich mal ein bisschen grantig. Cultivable. Was? Cultivable?
Soil. Also hier fruchtbarer Boden. Aha. Edible. Die haben noch genug zu mampfen, ne? Sleep only. Storing. 20 Kilo haben sie. Ich hoffe mal, denen geht's gut. Dirty Hands, ja, das ist egal. Das ist nur Deko. Die Geräusche sind zum Glück auch nicht nervig. Okay, next Duplicants. Achso. Ah, okay, da kann man dann sehen, wann der nächste kommt. Aha. Also spannend ist es ja schon. An der Stelle, ich hier, May cause diarrhea. Ja, ja, uncool. Was habe ich im Moment gar keins, oder? Warte mal. Ah. Water habe ich genau keins. Okay, ich probiere das trotzdem mal hier, ob ich das herstellen kann. Da, Dirt haben wir. Na, Rice Loaf mache ich mal. Fabricate. Das andere auch mal. Missing 50 Kilo of Water. Das heißt, achso, mit dem Wasser wurde ja gerade mal auch erzählt, ne, wie das genau geht. Wie komme ich da jetzt hin? Habe ich eine Leiter zum Bauen oder sowas? A ladder. Oh, ist ja schön. Oh. Ja, falls ihr das Spiel schon kennt, erwartet nicht zu viel, dass ich das kann. Sagen wir es mal so. Es kann nur schlimm werden. Deswegen, ich bin mal sehr, sehr gespannt, aber ich bin tatsächlich auch gerade mal ein bisschen erfreut, dass man das Spiel endlich mal hier spielen kann. Weil ich habe das schon lange Zeit beobachtet. Beziehungsweise vor lange, lange Zeit gab es immer irgendwie den ersten Trailer dazu. Und da sah es für mich spontan interessant aus. Mampft da jemand oder was? Da wird gemampft. Schöne Animation, die gefallen mir. Die saugen das da raus. Ich finde das gut. Das hat was. Geht's denn gut? Da muss ich mal aufs Klo. Ach, das ist das. Ah, ich dachte gerade, das wäre irgendeine Figur mit Augen. Was ist das? Das ist die Klobrille. Und da ist ein Kakometer oder was das? Wie voll das Ding ist. Aha. Ach, das hat nur begrenzte Menge an Dingens oder was. Na, also genau so sieht das auch, wenn ich das mache. Hi. Ich beobachte dich nur, kein Problem. Die Animationen sind super. Finde ich gut. Da Teil uses Wall and Floor Teil to build rooms, ja. Yeah? Storage Compactor, Resource the resources of your choosing. Pneumatic Door encloses rooms without blocking the floor or gas. Ich will jetzt mal gucken, dass sie hier noch wieder runterkommen vielleicht. Kann man das jetzt schon alles hier sagen, dass sie das später mal machen sollen oder wie ist das? Die müssen erst herumdingen, ne? Oder wie läuft das hier? Wenn ich das hier cancele? Achso. Ah. Ist ja praktisch, wenn die das dann direkt darüber bauen würden. Wenn die das hier wegmachen und dann darüber bauen. Ach, guck mal, das sieht gerade mal so aus. Als hätte was. Oder machen die das kaputt? Nee, das wird aufgebaut. Aha. Ah, okay. Das ist super, wenn man das dann direkt übereinander planen könnte. Oder wenn das so wäre. Scheint aber ja so. Okay. Aber die Leiter scheint nicht zwei breit sein zu müssen. Das ist schon mal gut. Das heißt, wenn ich dann jetzt hier bis nach unten eine Leiter baue. Hallo? So. Ah, okay. Dann sollte das alles beleitet werden, ne? Glaube ich. Hoffentlich. Achso. Tja. Da haben sie aber keinen Strom, ne? Wasser haben sie noch immer nicht, aber no wire connected. Aber haben sie jetzt hier, haben sie jetzt Wasser da? Nicht, ne? Wird immer noch gemeckert hier. No wire connected. This building has not been connected to power grid. Inzwischen Oxygen Generation. Ja, ich weiß, ich weiß. Das Essen wird halt auch weniger, ne? Power. Manual Generator. Power source that must be manually operated to produce electricity. Und electrical wire connects buildings to power sources can be run through wall and floor tiles. Das ist gut. Tiny battery stores a bit of run of power from generators, but those charges over time. Okay, die Sachen sind halt noch alle nicht da. Vermutlich hier so hin oder so. Kann ich was zwischenlagern hier?
Ja, also. Ah. Ich habe kein Metall. Ach Gottchen. Ah, warte mal. Dirt. Copper Ore. Aha, ich muss ein paar Ressourcen aus dem Boden kloppen anscheinend. Das Copper Ore ist hoffentlich metallisch genug. Das Copper Ore, okay, das was hier überall glänzt. Das ist ganz spannend bisher. Also ich finde es schön gerade mal. Hat was. Ich hoffe mal, dass er. Also, ich vermute mal, dass der Frustfaktor noch einigermaßen groß wird. Ich hoffe mal, der übertreibt allerdings nicht unbedingt sofort damit. Da oben sind 18.000 oder 1.800 Gramm hier breathable. Hier wird es deutlich weniger. Wenn ich das hier verbinde, ich bin gar nicht sicher, ob die da mit klar kämen. Ob die da hochbauen könnten. Ich weiß es gerade mal nicht. Tja, spannend. Durchaus spannend. Ich würde aber mal sagen, das war's für den Moment hier, für den ersten Einblick. Es gibt noch eine ganze Menge Sachen zu machen hier. Das heißt, das war's für die erste Folge hier von... Ach Gottchen. Ist ja eine ganze Menge hier. Von Oxygen Not Included. Vielen Dank fürs Zuschauen hier. Und bis zum nächsten Mal. Adieu.